Anscheinend gibt es eine Verbindung zwischen der Sinusregel in einem beliebigen Dreieck und dem Durchmesser vom Umkreis dieses Dreiecks. Um diese Verbindung herauszufinden, konstruieren wir zuerst diesen Umkreis und verlängern diesen Radius AO zum Durchmesser. So. Diesen Kreispunkt verbinden wir mit diesem Punkt B und erhalten dann automatisch hier einen rechten Winkel. Denn dieser Kreispunkt B wird verbunden mit diesem Punkt A und mit diesem Punkt, die beide Endpunkte von diesem Durchmesser sind. Deshalb haben wir hier einen rechten Winkel. Dieser Winkel, der schließt den Kreisbogen AB ein und die Spitze liegt auf der Kreislinie. Also dieser grüne Winkel ist ein Umfangswinkel, der diesen Kreisbogen AB einschließt. Dieser Winkel Gamma aber auch. Auch Gamma ist ein Umfangswinkel, der denselben Kreisbogen AB einschließt. Also haben diese zwei Winkel dieselbe Öffnung. Dann nennen wir diese Öffnung also ebenfalls Gamma. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Dieses Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt also, es geht hier um Sinus, der Sinus von Gamma ist gleich zur Gegenkathete klein c geteilt durch die Hypotenuse, das heißt die Länge vom Durchmesser, also 2 mal Radius. Daher Sinus von Gamma gleich c geteilt durch 2r. So. Daraus schließen wir, dass 2r dasselbe sein muss wie c geteilt durch Sinus Gamma. Aber durch die Sinusregel wissen wir, c geteilt durch Sinus Gamma, das ist dasselbe wie b geteilt durch Sinus Beta und das ist nochmal dasselbe wie a geteilt durch Sinus Alpha. Denn das hier ist genau die Sinusregel. Und diese drei Brüche aus der Sinusregel sind gleich zum Durchmesser vom Umkreis dieses Dreiecks ABC, was wir hier bewiesen haben.